Und zurück zu einer neuen Folge God of War. So, in der letzten Folge haben wir die zwei Brüder, oder einen zumindest davon, erledigt. Die Söhne von Odin. Und da ist der andere Bruder, war der Baldur, den haben wir in der dritten Folge gesehen. Und bin gespannt, wann der wieder kommt. Der soll ja unbesiegbar sein, angeblich. Aber wer ist schon unbesiegbar? Keiner, der gegen Kratos kämpft. Aber ich denke, der wird bestimmt bald kommen. So Leute, dann würde ich sagen, machen wir mal das Bildmachgerät an und schauen dann natürlich, wie es hier weitergeht. Und wir haben die Spitze des Meißels bekommen und können jetzt somit die magischen Türen öffnen. Endlich, ich habe mich schon immer gefragt, wie das geht. Okay. Das ist mal kaputt hier. Okay, jetzt müsste er nochmal raufgehen, genau. Und wir müssten eigentlich jetzt hier ziehen können. Sehen wir mal an hier. Okay, können wir jetzt einfrieren? Ja. Nein! Nicht zurückholen. Ja, das war die Lösung. Und ich wollte jetzt aber trotzdem nochmal hier hinten hinschauen. Ob es hier noch irgendwas gibt. Nö, hier gibt es nichts. Ich will so wenig wie möglich in dem Spiel übersehen. Vielleicht, Leute, machen wir auch Platin. Aber. Naja, müssen wir mal schauen, was für Platin alles erledigen müssen. Ich denke mal, so einfach wird es uns nicht gemacht. So, ist hier noch was? Ne, hier ist nichts mehr. So. Fahren wir mal rüber. Meinem Sohn geht's gar nicht gut. Durchhalten, bis wir zur Hexe kommen. Hier unten wird's weitergehen. Wir machen aber noch den Shortcut auf. Okay, brauchen wir jetzt aber nicht runter. Ich wollte nur aufmachen. So was mache ich immer recht gerne, weil ich eben nicht weiß, ob ich in das Gebiet nochmal rein muss. Dass ich noch irgendwas erledigen kann. Und dann ist es schon vorteilhaft, wenn die Shortcuts geöffnet sind. Okay. So, hier können wir jetzt mal den Zaubermeißel benutzen. Wir schauen in den nächsten Folgen, ob wir nicht zu dir ganz zum Anfang zurück können. Weil da war nämlich auch so eine Tür, also mehrere Türen. Ich habe die, glaube ich, eh auf der Karte wieder markiert. Unter der Hand. Wir sind fast da. Ah, jetzt sind wir hier am Anfang. Alles klar. Verstehe ich. Gut, dann gehen wir hier hoch. All das, was wir jetzt getan haben. Einen toten Riesen erklommen, mit einem Riesenhammer abgestürzt, böse Götter bekämpft. Was würde Mutter davon halten? Dass du es weit gebracht hast. Genau, danke. Hier sind wir noch eine Tür. Schatzräume, verborgene Kammern, 1 von 7 geöffnet.
Geheimreich entdeckt. Verborgene Kammer von Odin. Ach du Scheiße. Wahrscheinlich werden hier wieder Elite-Mobs drin sein. Hier ist noch eins. Ah, den hier kennst du, oder? Tamur, der Steinmetz der Riesen. Baut er eine Mauer rund um Jotunheim? Es sollte sein Meisterwerk werden. Er wollte sein Volk beschützen. Der erste Teil ist leider verbrannt. Wäre bloß das letzte Bild verbrannt worden. Eine sinnlose Schande. Und hier können wir natürlich gut XP sammeln, denke ich mir. Ach, du Heilige. Was ist denn das? Eine komische... Vielleicht so eine Art Arena oder sowas? Dieser Ort fühlt sich an wie ein Gefängnis. Das würde das große magische Schloss draußen erklären. Es ist mehr als das. Ich habe so ein Gefühl, als würde hier unten etwas auf uns warten. Machst gern unheilvolle Bemerkungen. Was? Was wartet auf uns? Keine Ahnung. Etwas Mächtiges. Was immer du spürst, Junge. Wir werden damit fertig. Wir sind so weit. Hier ist jetzt wieder ein Portal zum Brock, denke ich mir. Wir müssen eh schauen, ob wir das hier packen überhaupt. Weil ich weiß nicht, was das hier für Levelbereiche sind. Da ist auf jeden Fall ein Boss. Den lassen wir jetzt erstmal. Vielleicht müssen wir den ja nicht machen. Hier ist eine Kiste. Gravierte Schild der List. Okay, wir nehmen das hier mit. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal. Hier ist auch noch. Hier ist auch noch Heilung. Meine Fresse. Ich glaube, wenn es hier optional alles ist, es wäre natürlich dann was Gutes für nach dem Game oder so. Eine oder kurz vorm Boss, dass wir hier die Kammern machen. Eine Walküre? Ich dachte, das sind nur Geister. Nehmt euch in Acht, Jungs. Eine echte Walküre. Einen schlimmeren Gegner kann man sich kaum vorstellen. Sie greift nicht an. Weiß sie, dass wir hier sind? Alter, macht die Schaden. Ja, auch nicht ausweichen. Ja, brauchst du nicht. Ich würde sagen, okay, diese Kammern machen wir ein bisschen später. Da sind wir noch zu low. Zu low. Aber cool, jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass wir da reinkommen.
Und mich würde ja interessieren, na, Kleiner, das lassen wir. Atreus, kommen wir jetzt hier wieder hoch? Die Kammer ganz am Anfang vom Spiel. Ob da auch so eine heftige Walküre drin ist? Aber die sind auf jeden Fall machbar. Man hat es gesehen. Ich bin jetzt aber erst Level 3 und ich denke, dass die einfach noch zu hoch sind für mich. Ich hoffe mal nicht, dass die mitskalieren. Weil wenn die mitskalieren, wird es eklig. Haben wir jetzt diese Dinger hier markiert? Mystisches Tor, mystisches Tor. Genau, das sind die mystischen Tore. Okay. Und hier müsste eigentlich auch was sein, oder? Wo sind wir denn jetzt hier? Seherkunden. Okay, hier sind die ganzen Tore. Die werden wir aber... Was sind das hier überhaupt? Weltenrissbegegnung. Ah, ja. Die könnten wir dann irgendwann jetzt mal probieren, weil die, glaube ich, waren Level 4. Das müsste eigentlich funktionopeln. Okay, alles klar. Ich finde, man sieht es ganz gut in der Karte, wo man hin muss. Bloß, wie es dann halt mit dem Boot dann zu erreichen ist, wieder eine andere Sache. So, okay, hier unten müsste eigentlich unser Boot sein. Und wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir müssen... wir sind da oben, müssen hier hin. Okay. Was jetzt? Vielleicht sollst du die Freya dich nochmal anziehen. Nein, es geht mir schon besser. Ich war nur etwas außer Atem. Wohin gehen wir jetzt? Jetzt, wo wir den Meister des Riesen haben, müssen wir die Weltenrune nach Jötunheim lernen. Damit wir sie in das besondere Tor auf den Gipfel schnitzen können, um ins Land der Riesen reisen zu können. Kennst du sie nicht? Leider nicht. Aber die Schlange erwähnte, dass die Riesen das Geheimnis Tyr anvertraut haben. Ist Tyr nicht tot? Ja, aber seine verborgene Gruft ist nicht weit von ihm. Die Türen liegen unter seinem Tempel, seit Generationen in See versunken, bis unsere liebe Schlange ihr Gewicht verlagert hat. Dort finden wir die legendäre schwarze Rune von Gipfel. Wir könnten uns weiter umsehen. Wir haben jetzt den Meißel. Und die Gruft ist weg. Lass uns das Boot doch nutzen. Das können wir eigentlich machen, hat er recht. Ich wollte jetzt eigentlich mal das probieren. Wir sind jetzt Level 3 aktuell. Vielleicht schaffen wir die einen komischen Gegner dort. Wie mir. So hat es doch eine Geschichte begonnen. Bei dem Tempel vom Alfheim, glaube ich, war das. Warum tat sie das? Sie brachte das Opfer, um ihr Volk zu schützen. Ein selbstloser Akt der Liebe. Wahrlich, sie verdient etwas Besseres. Aber natürlich war das noch nicht die ganze Geschichte. Genau, da geht's raus. Ich glaube, hier hinten wäre noch eine Anlegestelle. Waren wir da schon? Ah, ja. Hier waren wir schon. Hier brauchen wir nicht nochmal hin. Okay, da schippern jetzt mal auf den See raus und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den einen Bossen dorthin. Okay, See der 9. Jetzt müssen wir bloß schauen, wie wir hier weiterkommen. Ich
wollte jetzt eigentlich... Wo war denn das? Wir sind... Da gibt's was. Hier waren wir schon. Hexenhülle brauchen wir nicht. Ich glaube, war das hier? Nee. Jetzt weiß ich selber gerade nicht, wo ich hin muss. Komm, wir schippern jetzt einfach mal rum, dann sehen wir schon. Da waren wir schon. Hier sind wir auch noch nicht hin. Was ist hier überhaupt? Oh, okay. Wow, unter Wasser war noch ein weiteres Schiff. Odin und Freya als Paar ist unvorstellbar. Liebe und Hass sind enger verflochten, als du dir vorstellst. Zum Beispiel hasst Odin die Riesen und sie hassen ihn, aber Thors Mutter war die Riesin Fjörgi, eine von Odins großen Lieben. Thor ist halb Gott und halb Riese? Schräg. Als Fjörgi fort war, durchlitt Odin einsame Zeiten. Und als der Krieg mit den Warnen tobte, erkannte ich, wonach er sich in Wirklichkeit sehnte. Und nach einiger Überzeugungsarbeit stimmte Freya zu. Eine Zeit lang war er ausgesprochen charmant. Er schien glücklich. Er schien sie glücklich machen zu wollen. Ich kann mich kaum noch an alle Wünsche erinnern, die er ihr erfüllte. Der Frieden hielt und ich glaubte, alles wäre noch besser gelungen, als ich es hätte planen können. Letztendlich zeigte Odin wieder sein wahres Gesicht. Oh, er gewann Freyas Vertrauen und sie zeigte ihm ihre Warnenmagie. Hier geht's. Ein Tempel. Wollte ich eigentlich. Komm, wir gehen jetzt einfach mal rein. Vielleicht sind wir ja richtig. Denn obwohl sein weisester Berater alles tat, um ihn davon zu überzeugen, dass Frieden der einzige Weg sei, um Ragnarök zu verhindern, waren wir auch noch nicht. Gab Odin seine Besessenheit von Jötunheim niemals auf. Die Kostprobe der Warnenmagie ließ sie neue Experimente ersinnen und neue Tiefen der Verderbtheit erreichen. Hier waren wir auch noch nicht, das ist auch neu, aber hier wollte ich eigentlich gar nicht rein, aber jetzt fahren wir trotzdem ein bisschen rein. Da warten wir, glaube ich, noch. Oh,
hieß denn der blöde Tempel am Anfang? Oder war das... Kann ich das jetzt... Ich bin jetzt in Midgard, oder? Midgard. Klar, ich muss nach Alfheim. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Ich muss das Ding drehen und nach Midgard. Nach Alfheim. Okay, das probieren wir jetzt mal. Ja, mit dem Kartensystem komme ich noch nicht ganz klar hier. Aber das probieren wir jetzt einfach mal. Ob wir nach Alfheim zurückkommen. Sehe da einen neuen. Da vorne haben wir eh schon, glaube ich, eine Anlegestelle. Genau, das probieren wir jetzt einfach mal. Also wir werden jetzt auf jeden Fall nicht in die Hauptstory weitermachen. Und da gibt es nämlich auch schon wieder so ein komisches Ding. Machen wir es auch gleich mal auf. Oh, Tyrs Gruft liegt hinter dem magischen Schloss. Das ist schwer, so ein Ding. Das sind jetzt praktisch Arena-Kämpfe hier. Noch so ein Ding. Das ist Tyr, aber das mittlere Bild fehlt. Moment, ich dachte, Tyr war ein Gott, kein Riese. Das stimmt, doch er wurde von allen geliebt, auch von den Riesen. Außer mir war er der Einzige, dem sie ihre besondere Gabe des Sehens schenken. Hey, ob die Riesen wohl auch irgendwo ein Triptychon haben? Der Mond, da kommt bestimmt wieder so eine Walküre. Okay, wir können gar nichts machen hier. Dann los. Sieh es dir selbst mal an. Ich zeige dir, wie man das liest. Das ist nicht notwendig. Du hast mich so viel gelehrt. Lass mich dir auch etwas beibringen. Atreus. Komm. Du sprichst es schon. Dann ist das Lesen nicht so schwer. Ich kann lesen, Junge. Nur nicht diese Sprache. Das lernst du schnell. Also, die Runen stehen für ganz viele verschiedene Dinge. Für Götter, für Tiere und... Halt! Manch... Oh, war das zu schnell? Tut mir nein, leid. Nein, nein. Riechst du etwas? Ja, tue ich. Riecht nach... Regen? Oh. Alles habt ihr ruiniert. Ich hab den Scheißhammer verdient. Aber jetzt wird jeder glauben, dass ich ihn nur hab, weil Magni weg ist. Sie lachen mich aus. Aber wenn ich dich töte, wird niemand über mich lachen. Nein! Oh, bist du dumm? Hast du das von deinem Vater oder eher deiner Mutter? Ist sie dumm und hässlich? Sei still! Ja! Ja. Oh, das stimmt. Aber dich werde ich kennenlernen. Gut sogar. Du wirst jetzt mein neuer Bruder. Aber zuerst töte ich doch deinen Vater! Ups, hab ihn kaputt gemacht.
Nein! Bleib weg! Ich glaube, der Kleine hat auch so einen Rage gehabt gerade. Nein! Wir sehen uns wieder! Bruder, der Junge! Atreus. Du musst ihn schnell zu Freya bringen. Nur sie kann helfen. Ich wollte ja gar nicht in der Hauptstory weitermachen, aber okay. Nimm das Boot. Zu Freya ist es nicht weit. Okay, ab zu Freya. Odins Auge ruht auf dir, vor allem seit du angefangen hast, seine Sippe auszulöschen. Freyas Wald ist ein blinder Fleck. Das ist unser schlauester Zug. Und wenn ihn jemand heilen kann, dann ist sie es. Was geschieht mit ihm? Ich habe bei Sterblichen gesehen, dass sich ein seelischer Konflikt in einer Krankheit des Körpers manifestiert. Nie bei einem Gott, aber ein Gott, der denkt, er sei sterblich. Das muss wesentlich schlimmer sein. Also ist er auch ein Gott? Okay, naja, wäre logische Schlussfolgerung. Wenn dein Vater ein Gott ist, muss er auch einer sein. Hat gerade die Schlange. Ach ja, schaut schon geil aus, geil gemacht. Er ist sehr aufgeregt. Den kennen wir ja schon. Das Fieber wird schlimmer. Er zittert. Es ist ernst. Ja, ich kann ja nicht mal rennen hier. Freya! Öffne die Tür! Du musst uns helfen! Weib, hörst du mich? Es ist dringend! Ich bin eine Göttin, verschwinde! Der Junge ist sehr krank! Freya! Er ist krank. Komm rein. Das ist keine gewöhnliche Krankheit. Sein wahres Wesen, dein wahres Wesen kämpft in ihm. Ich bin daran schuld.
hilfst du mir? Natürlich. Bring mir eine sehr seltene Zauberzutat aus Helheim, der Wächter der Brücke der Verdammten. Ich brauche sein Herz. Hier. Das Reich der Toten, kennst du es? Nicht dieses. Es ist ein Land von grausamer Kälte. Kein Feuer brennt dort und keine Magie aller neuen Welten könnte eins entzünden. Und die Toten? Deine Frostaxt ist machtlos. Du musst was anderes finden. Dann muss ich nach Hause. Zu etwas, das ich mit Schwur begraben hatte. Wer du zuvor warst, ist egal. Der Junge lebt im Jetzt. Er ist dein Sohn. Und er braucht seinen Vater. Diese Rune öffnet die Brücke nach Helheim. Wenn du dort bist, darfst du die Brücke der Verdammten auf keinen Fall überqueren. Es gibt keinen Weg zurück. Verstanden? Junge. Heimir, beeil dich. Durch meinen Garten führt ein Pfad zu meinem Boot. Nimm es. Kehre heim, bleib stark, tu alles, was nötig ist. Nur bring mir das Herz des Brückenwächters, um deinen Sohn zu retten. Jetzt. Freya. Beim letzten Gespräch war ich... Nein. Du hast recht, einem Gott zu misstrauen. Du brauchst nichts zu sagen. Nicht zu mir, nicht deswegen. Ich gebe auf ihn Acht. Der Schwur einer Mutter. Wow, Leute. Heftig, richtig Gänsehaut gerade. Und ich würde aber sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Weil das würde sonst zu lang werden. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und ich bin echt gespannt, was jetzt für Waffen holt. Ich kann es mir schon denken, aber ich will jetzt noch nichts verraten. Und ja, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ja. Die Zeit ist gegen uns. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal und bleibt auf jeden Fall dran. Ciao, ciao. Euer Andi.